3D-Mario-Spiele. Viele haben sie in ihrer Kindheit kennen und lieben gelernt. Genau wie ich. Ich liebe Mario 64, Galaxy 1 und 2, 3D-Land, World und natürlich auch Odyssey. Aber Super Mario Sunshine? Wohl eher Super Mario Sunscheiß. Meine Witze werden aber auch immer schlechter. Wir alle kennen doch Ecken und Kanten in 3D Marios, oder? Ich zum Beispiel kann euch ein Liedchen über Bugs in Super Mario 64 singen. Von Anfang an immer freigeschaltet. Wie bitte? Aua. Was? Aber dennoch, ich finde Super Mario Sunshine ziemlich, ziemlich schrecklich. Warum? Naja, ist doch ganz klar, ich bin ja Gamer und hasse deswegen das Sonnenlicht. Deswegen ist es doch klar, dass ich Super Mario Sunshine nicht mag. Ha! Deswegen bist du auch so fett! Na warte, jetzt reicht's, ich hau dich in die Fresse. Naja, ich hasse Super Mario Sunshine. Ich mag das Setting mit der Insel und dass man die Level öfters in den Background sehen kann. Aber da hört es eigentlich auch schon wieder auf. Ihr wisst ja, wie man in Super Mario 64 120 Sterne gesammelt hat. Oder Mario Galaxy 121. Oder Mario Galaxy 2 sogar 242. Nun ja, in Super Mario Sunshine, Mario Sunshine, sammelt man effektiv nur 96 der 120 Shine Sprites. Born to refresh. Gut, reicht jetzt auch mal wieder mit den schlechten Jokes. Egal. Warum sammelt man nur 96 Shines? Naja, weil die Entwickler faul waren und sich gedacht haben, oh hey, wir packen einfach 240 verdammte Münzen in das Spiel, von denen manche fucking schwierig sind oder an eine gewisse Mission gekoppelt sind. Und oh hey, lass sie einfach blau machen und damit unseren Content für die 100% strecken. Super! Nicht! Auch die Freiheit in diesem Spiel wurde leider sehr stark eingeschränkt. Wo man in Super Mario 64 noch frei wählen konnte, welches Level man geht, welche Missionen man macht, muss man in Super Mario Sunshine in jedem Level die 7. Mission machen, um überhaupt zum Final Level zu kommen. Und das ist auch noch das schlimmste Level aus ganz Super Mario Sunshine. Aber alles zu seiner Zeit. Denn ich finde noch sehr viele andere Dinge in Super Mario Sunshine kacke. Zum Beispiel den Sandvogel, der verbuggt as fuck ist. Oder diese eine Rochenmission. Oder diese Slotmaschine hier im Hotel. Oder die bodenlos langweiligen Schatten-Mario-Verfolgungsjagden. Eine Sache muss man aber dem Spiel gutheißen. Die zwei Plot-Twists. An der Stelle eine kleine Spoiler-Warnung. Oder auch nicht. Mir relativ egal, das Spiel ist uralt. Also, man findet heraus, dass Schatten Mario Bowser Jr. ist. Und er sagt, dass Peach seine Mutter ist. Was? Oh mein Gott, ein Skandal. Aber wie genau soll ich mir Bowser mit Peach... Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Naja, jedenfalls findet man am Ende nach dem Final Boss durch die extrem beschissenen Voiceovers heraus, dass Peach gar nicht seine Mutter ist. Was? Bowser hat gelogen! Eine Sensation! Aber können wir mal ganz kurz über die wirklich schlechten Voice-Over reden? Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Warum könnt ihr überhaupt reden? Niemand wollte das! Über eine Sache habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Ich hasse alles, was mit dem Dreck weg oder generell der ganzen Steuerung in diesem Spiel zu tun hat. Jetzt wirklich, erinnert euch an die coolen Dinge wie den Waldsprung oder allein in Super Mario 64 sogar Marios Sick Dance Moves. Und jetzt nehmt die coolen Dinge mal weg und nehmt einen Hochdruckreiniger auf den Rücken. Dann habt ihr Super Mario Sunshine. Viele sehen ja diese dreckweglosen Level als Kritikpunkt am Spiel. Aber ehrlich gesagt, war das mit das Einzige, was mir an dem Spiel Spaß gemacht hat. Bis ich gemerkt habe, wie scheiße die Steuerung auf diese Level ausgelegt ist. Ich mag lineares Plattforming. Deswegen mochte ich diese Passagen. Aber von einem 3D-Mario erwarte ich natürlich kein lineares Plattforming. Leider hat mich aber Sunshine null abgeholt. Deswegen dachte ich, macht das mehr Spaß. Aber ach du Scheiße, habe ich mich da getäuscht. Die Steuerung ohne den Dreck weg fühlt sich so an, als hätte Mario vergessen, wie er ohne den Dreck weg überhaupt richtig springt. Die Steuerung ist absolut nicht auf diese Level ausgelegt. Aber leider ist das Gameplay, auf das die Steuerung aufgebaut ist, mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Kommen wir jetzt aber dazu, was ich ja im Video schon angeteasert habe. Das letzte Level in Super Mario Sunshine. Colina Corona. Darf ich das überhaupt sagen?
weil YouTube ja eine Zeit lang das Wort Corona nicht hören wollte. Ach, es ist ja gar nicht 2020, sondern fast Ende 2022. Ach du Scheiße, bald mal wieder Zeit, eine 4- bis 8-monatige YouTube-Pause einzulegen. Ha! Anyways, dieses dumme Mistlevel. Auf einem Holzboot fahren wir auf Lava. Und ich hinterfrage mal die Logik nicht. Steuerung ist extrem zum Kotzen. Aber egal, wir müssen auch noch verfickte blaue Münzen sammeln. Alter, hasse ich diese Dinger. Und wisst ihr, was auch schrecklich ist? Der Endboss. Ja, nicht mal der fucking Endboss ist cool. Der Kampf spielt, während Bowser in einem interessanten Pool sitzt. Naja, egal. Wir machen ein paar Stampfer, bei denen man auch ganz gerne durch die Plattform klippen kann. Und das war der Kampf. Ich finde diesen Kampf extrem komisch inszeniert und ehrlich gesagt auch ziemlich lame. Und der Soundtrack holt mich leider da auch nicht ab. Was kann man abschließend zu Super Mario Sunshine sagen? Super Mario Sunshine hatte die Chance, ein extrem fantastisches 3D-Mario-Game zu werden, aber hat sie leider absolut nicht genutzt. Aber ich weiß ja, dass Super Mario Sunshine eine extrem große Fanbase hat. Deswegen bin ich auf eure Meinung gespannt. Stimmt ihr meinen Punkten zu? Habt ihr vielleicht sogar weitere Punkte, die meine Meinung bestärken? Oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Schreibt das alles gerne unten in die Kommentare. Denn alle Meinungen sind bei mir gerne gesehen, solange sie konstruktiv und sachlich sind und niemand für seine Meinung beleidigt wird. Also ab in die Kommentare damit. Auf dem Weg dahin könnt ihr das Video bewerten, auf meinen Social Medias vorbeischauen, mich auf der Amazon Wishlist unterstützen, wenn ihr wollt, und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und auch um mich zu unterstützen. Ich gehe jetzt erstmal nach dem Video einen fetten Schiss hinlegen. Einen Sun-Schiss. Die 4 Monate YouTube-Pause brauche nicht ich, sondern ihr von meinen schlechten Gipfeln.